Zeit für die Schule. Es ist so früh. Hey, wach auf. Lass sie noch etwas schlafen. Sie muss nicht zur Schule. Ach ja, denkst du? Sport ist auch sehr wichtig. Aber Stephanie scheint wohl keine Lust zu haben. Sie relaxt lieber. 4 Kurse hintereinander und jetzt auch noch Sport? Das ist zu viel. Hey, warum sitzt du da nur rum? Es ist Zeit zu trainieren. Die Idee des Dämons sieht aber besser aus. Ach, ich habe keine Lust zu trainieren. Ich will mich lieber hinlegen. Schade, dass sie nicht weiß, wie man den Engel ignoriert. 1, 2, links, rechts. Na los, willst du nicht deinen straffen Körper? Aber sie hat jetzt keinen Nerv dafür. Der Dämon gewinnt diesmal. Ha, das war einfach. Das Workout ist für Stephanie nicht anstrengend. Auch der Engel hat fast keine Energie mehr. Endlich, er kann sich ausruhen. War's das schon? Du magst es nicht, hart zu arbeiten, oder? Wow, das ist hart. Jeder Schüler spielt gerne lustige Streiche. Was ist denn mit ihm los? Oh, tritt mich. Das ist ein uralter Streich. Aber er ist immer wieder witzig. Und der Dämon findet's auch lustig. Komm schon, worauf wartest du noch? Tritt ihn, trau dich. Aber der Engel ist da anderer Meinung. Du kannst nicht einfach einen Menschen verletzen. Oh nein, du solltest ihm stattdessen helfen. Nach einer Weile gewinnt wie immer der Spaß. Ziehe genau hier. Das ist das letzte Mal. Versprochen. Au, ouch. Sorry, Nerd, aber das war witzig. Die Schule wäre ein Traum, wenn es da nicht eine Sache gäbe. Test. Aber man kann sie nicht vermeiden. So ist das halt. Es ist Zeit, das Blatt abzugeben. Ich hoffe, ich bekomme eine gute Note. Doch ausgerechnet jetzt erscheint der Dämon. Miss Smith steht unter dem Einfluss von dunklen Mächten. Eine 6? Jeder bekommt eine 6-. Das macht so viel Spaß. Er langweilt sich wohl. Aber ich will nicht den Test wiederholen. Engel, bitte hilf mir. Das ist hart. Aber es gibt etwas, was er tun kann. Am Ende ist eine 6+ besser als eine 6. Oder? Was denkst du? Oh. Die Starken quälen immer die Schwachen. Ups, gute Reise, Nerd. So was macht man aber nicht. Jeder sollte helfen. Nimm dein Smartphone und nimm es auf. Das wird jeder sehen. Hashtag kenne deinen Platz, Nerd. Oh Engel, du kommst gerade rechtzeitig. Schäm dich. Was ist, wenn du eines Tages Hilfe brauchst? Das ist nicht fair. Es ist schlecht, jemanden zu schikanieren, der wehrlos ist. Ich helfe dir, deine Hefte aufzuheben. Die gute Seite hat gewonnen. Aber dieser Typ sollte vorsichtiger sein. Es gibt überall Tyrannen. Zum Friseur zu gehen ist immer stressig. Friseure wollen immer gleich so viel abschneiden. Nein, 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 nicht schneiden. Meine Haare sollen nur gestylt werden. Ich möchte romantisch und süß aussehen. Vielleicht Locken? Ja, hört sich super an. Da kann sich der Engel erstmal ausruhen. Aber die Ruhe wird nicht sehr lange anhalten. Das ist so langweilig. Dem Dämon gefällt das überhaupt nicht. Ich brauche etwas Besonderes. Zeig mir alles, was du kannst. Dann beginnen die Haare rumzufliegen. Warte, was machst du da? Ich werde nie wieder herkommen. Nie wieder. Der Dämon ist erstmal weg. Tja, das ist nicht gut gelaufen. Oh.
Vierbein scheint sich lieber zu unterhalten, als am Unterricht teilzunehmen. Sie muss mit ihrer Freundin erstmal tratschen. Hey! Hör auf zu reden! Stephanie, geh an die Tafel! Hausaufgabenkontrolle? Oh oh, wenn ich nur wüsste, was ich nochmal aufhatte. Aber mit einem verantwortungsvollen Engel wird auch ein unvorbereiteter Schüler perfekt antworten. Sie scheint gerettet zu sein, oder auch nicht. Denn der Dämon ist auch wieder da. Ich glaube, sie ist vielleicht davongekommen. Das denkst du doch auch, oder, Miss Smith? Stephanie, du hast diesmal Glück gehabt. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Sie ist morgen fällig. Oh nein, sieht so aus, als müsste sie den ganzen Nachmittag lernen. Einen Abend vor dem Fernseher zu verbringen, macht noch mehr Spaß, wenn ein Engel und ein Dämon dabei sind. Schaut euch nur diese Liebesgeschichte an. Ich fange gleich an zu heulen. Aber wen interessiert das schon? Es macht viel mehr Spaß, Horrorfilme zu sehen, Süßigkeiten zu essen, Limonade zu trinken und Popcorn rumzuschmeißen. Es ist schwer, dem Dämon zu widersprechen. Es macht richtig Spaß. Aber der Engel ist ja noch da. Hört auf damit. Okay, Horrorfilme sind in Ordnung. Aber hört auf, Popcorn rumzuschmeißen. Dem wütenden Engel zuzuschauen, ist interessanter als jeder Film. So viel zu deiner Geduld. Chemie kann gefährlich sein, aber es macht so viel Spaß. Wenn man die Formel befolgt und auch aufmerksam zuhört, kann nichts schiefgehen. Ihr müsst jetzt den Inhalt mischen. Das Experiment war ein Erfolg. Aber das ist nicht interessant. Lasst uns ein richtiges Experiment versuchen. Was ist, wenn wir die Formel ändern und eine geheime Komponente hinzufügen? Ich mische es im Shaker. Komm schon, Stephanie, du brauchst noch eine Zutat. Wow, was für eine Explosion. Ich sagte doch, du sollst dich an die Formel halten. Tja, der Dämon scheint eine Menge Spaß zu haben. Er gönnt sich jetzt erstmal diesen explosiven Cocktail. Oh, ist der lecker. Freu dich nicht zu früh, Dämon. Stephanie ist im Nagelstudio. Sie steht vor einem großen Problem. Nein, nicht Geduld zu haben. Sie muss sich für die richtige Farbe entscheiden. Ja, so ist sie halt. Vielleicht rot oder blau? Nein, gelb ist die beste Farbe. Oder vielleicht, das könnte ewig so weitergehen. Selbst der Engel und der Dämon können hier nicht helfen. Und nach der dritten Stunde beschließen sie zu verschwinden. Oh, Stephanie hat diesmal gewonnen. Wie wäre es mit Kaffee? Wow, ja, das wird noch eine Weile dauern. In der Schule gibt es die besten Partys. Tanzen bis zum Umfallen. Coole Leute auf der Tanzfläche treffen. Das macht so viel Spaß. Und um noch mehr Spaß zu haben, wird der Dämon die Dose schütteln. Der Dämon hat wieder etwas vor. Der Engel hört gespannt zu. Worüber reden die Leute? Was gibt es zu essen? Bis jetzt läuft alles gut. Stephanie hat nicht genug Geld, um dem Partyveranstalter ein Geschenk zu machen. Naja, sie tauscht einfach die Zettel aus. Der Dämon freut sich. Das habe ich ihr beigebracht. Der Engel aber nicht. Und jetzt kann sie sich mit einem netten Typen unterhalten. Sie muss nur die Rivalin loswerden. Hm, ich riech Romantik. Aber darum wird sich der Dämon kümmern. Oh, tja, Pech. Und warum passiert das immer mir? Gib Gas! Stephanie, du willst noch mein Hemd zerreißen. Was hast du getan? Das Hemd hat jetzt ein Loch. Sie ist verrückt. Beruhig dich. Der Engel wird dir helfen. Er bekommt gleich ein neues Hemd. Oh Engel, wo warst du denn?
Wie fandet ihr unser neues Video? Auf wen hört ihr mehr? Auf den Engel oder den Dämon? Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.